Hallo, mein Name ist Nathanael von AlphaCool und heute möchte ich euch den neuesten Familienzuwachs der AlphaCool Eisbärenfamilie zeigen, die AlphaCool Eisbär LT. Nun, bekannt, weltberühmt, so viele Awards, so viele Preise, so viele Tests gewonnen, der große Bruder, die AlphaCool Eisbär und hier die Light-Version. Nun, die Light-Version ist kleiner und wir haben nicht an der Qualität gespart, hat fast die gleiche Kühlleistung wie der große Bruder, aber zu einem deutlich niedrigeren Preis. Und alle weiteren Features, die das Ding hat, zeige ich euch in diesem Video. Zuerst schauen wir uns den Radiator an. Na, natürlich ist es ein Vollkupferradiator. Und statt dem normalen, der 30 mm dick ist, haben wir diesen auf 25 mm reduziert und das Design ein wenig abgeändert. Das hat den Vorteil, dass bei Gehäusen-Mainboard-Kombinationen hier der Abstand zwischen dem Radiator und dem Mainboard sich um 5 mm erhöht und wir somit viel mehr Kombinationsmöglichkeiten haben, was es für euch in der Auswahl eurer Komponenten natürlich um einiges einfacher macht. Das zweitwichtigste an dem ganzen System ist natürlich der Lüfter. Wir benutzen hier den tausendfach bewährten Eiswindlüfter, den kennt ihr alle aus dem größeren Bruder hier. Der Eiswindlüfter hat natürlich eine sehr große Reichweite zwischen 550 RPM für Super Silent Betrieb und 1700 RPM für die ultimative Kühlleistung. Könnt ihr das einstellen? Ihr steckt das hier rein, wenn euer Mainboard die entsprechenden 4-Pin-Adapter hat, könnt ihr es über das BIOS regeln, ansonsten über einen Fan-Controller. Das nächste ist natürlich hier das Eisbär Ready Connector Kit. Wow, das öffnet euch die Tür zu der gesamten Eisbär Ready Produktfamilie, unter anderem zum Beispiel zu den Grafikkartenkühlern. So kann man einen vorbefüllten Grafikkartenkühler, den müsst ihr noch einstecken, dann übrigens hättet ihr sogar zwei Pumpen, ein redundantes System, könnt ihr den einfach hier einstecken, verbinden, man verliert kein Wasser, man muss das System nicht dafür ablassen oder danach wieder befüllen. Das ist für jeden Anfänger super easy going machbar und selbst die Profis lieben dieses System. Der Hauptunterschied zwischen diesen beiden Systemen ist natürlich die CPU-Kühlereinheit. Die Eisbär LT ist etwas anders aufgebaut. Erstmal, sie hat hier 90 Grad gewinkelte Anschlüsse, ist sehr flexibel, kann in jeder Bauform auch eingesetzt werden und hat bereits hier unten den CPU-Kühlerboden aus Vollkupfer, darüber die Pumpe, da drin dann der ganze Behälter. Die Einheit hat ein schönes gebürstetes Aluminium oben drauf und das gedruckte Logo. Das Ganze macht diesen Kühler einzigartig, aber auch sehr flexibel. Er ist nämlich für alle CPU-Sockel aktuell einsetzbar, inklusive AMD Ryzen. Und für den Threadripper bieten wir noch eine separate Montagehalterung an. Was bekommt ihr also? Hier die 120 mm Version, das heißt ein kürzerer Radiator. Die 240er seht ihr hier und die große 360er mit dem großen Radiator. Das ganze System ist natürlich vorbefüllt, einsatzbereit, direkt erweiterbar auch mit weiteren Eisbär Ready Produkten. Ihr habt alles dabei, was ihr für die CPU-Kühlermontage braucht. Ihr habt die I can't hear the pump Pumpe da drin und jetzt hört euch den Preis an. Die Eisbär kostet in der Größe ungefähr 120 Euro. Die Eisbär LT, so wie ihr hier sie seht und sie hier steht, wird auf den Markt gehen für 90 Euro. Das sind 30 Euro weniger. Wow. Holt sie euch. 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 Ich kann es immer noch nicht glauben. 90 Euro? 90? Ja, 90. Ich fasse es nicht. 90 Euro? 80? 110? Richtig. Ich fasse es immer noch nicht. Wie geht das? Wir sind einfach gut.